Let's Multiplay The Forest an diesem wunderschönen Tag hier mitten im Wald irgendwo mit Smirnoff. Servus. Ja, man muss dazu sagen, Let's Multiplay ist ja ein bisschen... Oh, da hinten läuft schon einer rum bei mir. Scheiße, ey. Jetzt? Da hinten lief schon einer. Ja, The Forest ist ja erstmal nur im Singleplayer verfügbar. Aber wir spielen trotzdem parallel. Jo. Das heißt, wenn Smirnoff schreit, dann heißt es nicht, dass bei mir hier auch Land unter ist. Und um die Stimmung ein bisschen hoch zu heizen, habe ich bei mir auch das Licht ausgemacht hier. Ja. Ich glaube, Smirnoff hat es auch ausgemacht, ne? Ja. So, und warte, ich sag, warte, gleich habe ich es ausgemacht. Da läuft einer rum. Scheiße, ey. Der läuft da schon rum, ey. Geduckt. Ey, die haben mich schon gefunden, ey. So eine Kacke, ey. Ich verstecken. Ich nehme jetzt die Axt. Ich habe die Axt jetzt. Oh, ihre Finger sind auch ein bisschen verbogen von der Stewardess hier. Ich glaube, es ist aber ihr kleinstes Problem aktuell. Sagen, die hat andere Probleme. Ja. Aber ich habe noch mehr Probleme. Hilfe, an meinem Bein hängt ein Koffer. Der lässt mich los. Weißt du, die Koffer kannst du aufmachen. Ja. Nimm die Axt drauf aus. Ich traue mich aber noch nicht rauszuspringen hier. Ich habe noch ein bisschen Angst hier, ey. Ich weiß nicht, wohin gelaufen ist. Ach du Scheiße, ey. Wo werden jetzt eine Base aufbauen? Das ist die Frage. Die am was? Flug, wo werden wir jetzt eine Base aufbauen? Am Flugzeug oder woanders da? Ich glaube, ich baue eine am Flugzeug auf. Ja, am Flugzeug ist ganz gut eine Base. Erstmal die beiden Elektronikteile einsammeln. Koffer aufmachen hier. Also ich baue meine Base hier direkt am... Ich habe hier einen Teich direkt. Oh, ich habe auch direkt vor mir einen See. Ja, ich habe auch so einen kleinen See vor mir. Also ist ein Teich bei mir. Da liegt hier dieser Speer mit drin. Und mit dem Speer kannst du Fische... Ja, da sind so Speere, da kannst du dann Fische mit fangen. Den Boot. Hm? Steht da dann ein Boot? Ich spring da jetzt erstmal ins Wasser. Da steht ein Boot? Ach, dann weiß ich, auf welcher Fuhr du bist. Im See drin ist so ein Boot. Ja, auf dem Boot liegen zwei Leinen drauf. Vielleicht kann ich mir gleich einen Bogen machen. Richtig. Und ich sammle hier jetzt erstmal den Speer, den Speer sammle ich erstmal ein. Damit ich hier Fische fangen kann. So, einen Fisch habe ich hier schon. Sehr schön. Happa, happa. Fürs Essen ist schon gesorgt. Aloe Vera gibt es hier auch schon. Ich habe trotzdem noch ein bisschen Angst, dass dieser Typ hier irgendwo rumläuft, ey. Wir wissen ja auch nicht, was sie sind, ne? Wir wissen, dass sie Fleisch fressen. Aber das Fleisch... Kannibalen, Mutanten oder irgendwie so. Warum sind denn hier... Warum wachsen direkt unter Wasser giftige Bären? Damit du sie nicht isst. Und das ist dann. So, und weißt du, was echt extrem gut ist? Was man gleich am Anfang machen kann? Dass sich gleich schön von Anfang an ein Baumhaus baut. Da bist du nämlich wirklich sicher. Ja, stimmt. So, dann falle ich mal auf. Ich baue jetzt mal Rehe Baum. Gefunden. Oh, Rehe. Ja, ich weiß nicht, ob du mittlerweile essen kannst. Also vorher nee, leider nicht. Noch nicht. Aber das ist ja alles... Oder baue ich mir jetzt mal das Alpine Treehouse. Auch ich glaub, schade finde ist, dass du die komischen... Oh, ich habe einen Pilz gefunden. Bitte, essen. Also ich kann dir sehr, sehr empfehlen, das alpine Berghaus zu bauen. Dafür brauchst du 32 Stämme und 18 Äste. Das ist auch relativ kostengünstig. Richtig viele Pilze. Pilze, ja. Pilze sind auch gut. Du musst aufpassen, dass es nicht die roten ist. Die sind giftig. Ach gut. Gut, ich sag. Ja, hast schon gegessen gerade, ne? Nee, noch nicht. Ich hab die schon so lecker angeguckt. Ich hab Angst, dass die Kannibalen hier gleich wieder kommen. Die haben auch unser Kind entführt, ne? Nein, ist nicht meins. Ich hab's nie anerkannt. Ja, ich wollte es auch gerade wegbringen zur Mutter, aber... So, oh, also. Und übrigens, seit dem letzten Update gibt's auch neue Sounds für das Umfallen der Bäume. Finde ich auch sehr schön gemacht. Cool. Also muss ich echt sagen, dafür, dass es echt eine Alpha ist, das ist schon so weit einfach, das Spiel. Okay, ich sehe einen Kannibalen dort. Oh ja, die Kannibalendörfer sind auch gut. Und die Kannibalen fangen neuerdings auch an, diese Effigies, also diese Totems selber zu bauen. Wenn die dich sehen, dann bauen die Dinge auf einmal. Finde ich sehr nervig, weil du Dinger nicht abreißen kannst. Ja. Also, die werden einfach extrem viele Geschehen um dich herum. Das stimmt. So, erstmal Rüstung anziehen.
Ja, ich hab bisher nur Fische. Oh, und es fängt an zu regnen bei mir. Ich will auf jeden Fall das Baumhaus vor Einbruch der Dunkelheit fertig kriegen. Du fängst das an, ein Baumhaus? Ja. Boomhaus. Boomhaus, boom, boom. Boom, boom, heißt. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile gepatcht wurde, aber du konntest vorher konntest du ein Baumhaus bauen und den Baum, um den du das Haus rumgebaut hast, konntest du dann abholzen. Hm, ja, stimmt. Hm, ich weiß nicht, ob es mittlerweile grad, auch noch geht, aber ich glaube nicht. Ich überleg mir gerade, ob du so eine Insel schwimmen soll. Ja, musst du aber aufpassen, dass da keine Haie im Wasser sind. Hm. Oh, da ist ein Leguan hier. Den hacke ich mir jetzt gleich mal. Kriege ich auch ein bisschen Rüstung hier. So. Ja. Lizard Skin. So. Sehr schön. Hier Totems. Oh, da liegt ein Kannibale. Ja, das ist ganz gut. Kannst du die Zähne von denen einsammeln? Dann kriegst du ja Harz aus den Bäumen, wenn du die Bäume fällst. Damit kannst du deine Waffen verbessern. Also zum Beispiel die Axt kannst du zum Beispiel verbessern. Aber die Sounds sind richtig geil jetzt. Wenn dir so ein Baum umfällt, das klingt Hammer. Und der Baum biegt sich mittlerweile auch. Alter Schwede, ey. Die haben richtig was gemacht, ey. Das ist extrem gut geworden. Ich muss gleich nochmal zeigen, wenn ich den Baum fälle. Ach du Scheiße, sie haben mich entdeckt. Ben, lauf. Nee, er läuft noch läuft er von mir weg. Ich töte ihn jetzt. Es ja, ist nur einer, es ist bevor einer. Er seine Freunde holt. Ja, ich laufe ihm hinterher, aber... Komm her, kämpf mit ihr. Komm her, du Spacko. Ja, jetzt geht's hier rund, ey. So, er ist hinüber. Glück gehabt. Gleich zerhacken hier. Ich habe die Container gefunden. Ja, die Container habe ich auch schon mal gefunden. Da sind manchmal ein paar Sachen drin, die ganz nützlich sind. Ich hoffe, das waren alle, ey. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob hier noch irgendwo welche sind. Puh. Schon der erste Schockmoment hier, ey. Alter Schiede, ey. Das war knapp, ey. Wer der hätte der seine Freunde geholt, dann wäre hier aber Holland in Not, ey. War nur einmal Alkohol drin. Ja, immerhin. Besser als nix. Oh, low energy. Find something to eat. Ja, ist meiner, ja. Ich habe noch ein paar Schokoriegel hier noch irgendwo rumliegen. Ich habe einen Tennisball. Ich kann Tennis spielen. Oh, eine Bengalfackel. Sehr schön. So, jetzt fehlt der Baum hier. Oder? Oh, hier, noch nicht ganz. Jetzt fehlt er. Jetzt guckt man sich's mal. Also, zack. Ach, sehr schön. Da ist noch ein Boot. Ein Segelboot. Ja, da liegt der CD-Player drauf. Ja, stimmt ja. Und es gibt auf der ganzen Insel jetzt seit dem letzten Update, liegen überall verstreut Kassetten rum. Ja, ich habe letztens eine Kassette gefunden, aber keinen Kassettenplayer. Ja. Und ich kann nicht zum Segelboot, weil da ungefähr 14 Haie drin schwimmen. 14 Haie? Ja, das ist nicht mehr normal. Wie soll man da denn schön hinkommen? Das ist extrem schwierig, ja. Musst du vielleicht ein paar Kannibalen vorschicken. Die kümmern sich. Kannibalen, wenn du ein Hausboot baust, bist du eigentlich sehr sicher. Das stimmt, ja. Aber weil das Hausboot ist noch ein bisschen buggy. Ja, okay. Also war es zumindest beim letzten Update. Kann sein, dass sie jetzt das gefixt haben. Aber ja, generell bist du echt extrem sicher, ja. Hast du schon mal eins gebaut hier? Nee, das hat ein Kollege mir gesagt. Ja, auf dem Baumhaus bist du aber eigentlich auch extrem sicher, weil die da nicht raufkommen. Das Doofe ist halt nur, wenn die dich oben in dem Baumhaus sehen und entdecken, dann laufen die erstmal für die nächsten 25 Stunden nicht weg. So, ihr lieben Haie, bin... Ja, ich bin eins mit dem Wasser, ignoriert mich einfach. Was ich ja letztens auch gehabt, war auf dem Segelboot drauf, passt alles, gestorben. Ja, weil hat die Haie, die Haie beißen durch das Segelboot durch. Ja. lass mich bitte ins Segelboot rein. Verfolgen dich die Haie schon? Nee, noch nicht. So, und was auch sehr sinnvoll ist, hier zu machen, sind die Stickmarkers zu setzen. Also wenn du wirklich interessante Orte findest, dass du einen Stickmarker setzt und dann dahin zurücklaufen kannst wieder. Weil manchmal hast du halt so Orte, ja, du kannst bei den Custom Buildings ist das, da gibt es den, auf der vierten oder fünften Seite gibt es so einen Stickmarker. Okay. Da brauchst du Äste und Steine für und die Eingeborenen schreien schon wieder.
Und diesen Stickmarker platzierst halt irgendwo, dann ist da so eine Fahne auf. Wenn du dich umsiehst, siehst du auf dem Display so eine Fahne, da kannst du dann hinlaufen. Wenn du zum Beispiel irgendwelche Orte hast, die du nochmal besuchen möchtest. Spannend, okay. Letztens habe ich nämlich an der Küste eine Höhle entdeckt. Ja. Da habe ich auch meine eiserne Axt gekriegt. Ja. Geh weg, Vogel. Du kannst dich auch von den Kannibalen K.O. schlagen lassen einmal. Ja, will dann, ich auch nicht. Dann landest du auch in der Höhle. Aber da kommst du extrem schwierig wieder raus. Weil die sind mittlerweile extrem schlau geworden. Ja, vor allen Dingen, wenn du Palisaden baust und die hüpfen da einfach drüber. Ja. Kann man jetzt eigentlich schon was mit den Schildkröten machen? Du kannst sie töten, ja. Wie? Mit der Axt draufhauen zum Beispiel. Ah, jetzt hat es funktioniert, aber es bringt nichts. Du kannst eine Schildkrötenleiche ins Meer schicken, da. Hai Scheiße, etwas. Da hinten laufen sie bei mir. Aber sie haben ja nicht gesehen. Ne, die sind in die andere Richtung gelaufen. Glück gehabt. Wir laufen, die laufen hier Patrouillen in hier. Hast du das Cockpit schon mal gefunden? Nee, das habe ich noch nicht gefunden. Es geht, ehrlich gesagt, bin ich auch eher so ein Nestcamper und gehe nicht von meiner Stelle weg. Aber das, der Käfig, oder also die Fallen funktionieren auch sehr gut für die Tiere. Ja, das stimmt. Die funktionieren eigentlich sogar ein bisschen zu gut. Ja, stimmt. Also da verfangen sich oft Tiere drin. Ja. So. Wo sind die Kannibalen? Wahrscheinlich baue ich direkt neben dem Dorf von dem irgendwie jetzt meine Hütte oder so. Ist auch sehr clever. Da ist ein Hai. Bitte seh mich nicht, Hai. Die sehen dich schnell. Ich mache jetzt erstmal das ganze Unterholz hier kaputt, wobei ich hab keinen Platz mehr für Stöcker. Na super. Von eigentlich auf die andere Seite der Insel? Geht das ja, gell? Ja, es gibt aber auch einen Bereich, wo halt steht, this part is still in development, please come again later oder so. Oder okay. look back soon. Also das, es gibt, du kannst noch nicht alle Bereiche erkunden der Insel, aber du kannst um die Insel rumschwimmen, kannst du ja, du kannst nur nicht wegschwimmen. Ähnlich wie bei Lost. So ein bisschen. Du willst weg, aber kommst nicht weg. Ja, also ich habe das gleich auf die eine Insel geschafft. Da steht jetzt bisher nur ein Baum, aber... Ja, also ich habe jetzt hier... Ich habe jetzt, bin jetzt gerade dabei, meine alpine Berghütte fertigzustellen. Und zwar habe ich jetzt 23 von 32 Baumstämmen. Das Schöne ist, ich bin noch alleine. Ist keiner. Ja. Sei froh, ey. Bei mir haben die sich schon mal blicken lassen. Ich musste ja schon einen musste ich ja schon umbringen. Da steht der halbe Wald nämlich im Meer, okay. Kann man auch machen. Das ist halt Alpha. Also. Ja. Erstmal hier, Mann. Das finde ich leider noch schade, dass man die Gebäude nicht wieder abreißen kann. Ja, du kannst sie nur abreißen, wenn du sie nichts dran gesetzt hast. Ja. Dann kannst du sie abbrechen. So, 26 von 32. 28 von 32, na. Wir nähern uns hier dem Finale unserer schönen alpinen Hütte in den Bäumen. Baumhütte. Alpine Baumhütte, so rum. Dann machen wir uns da richtig schön gemütlich drin, dann baue ich noch einen Teppich da und dann mache ich noch mal ein bisschen Feuer und noch mal Satellitenfernsehen. Ja. Feuer bauen. Oh oh, die Musik. Erinnert die sich schon wieder? Ich glaube ja. Ich habe fast die Befürchtung, wenn die Musik hier schon wieder anfängt, dann sind die nicht weit weg. 30 von 32. Jetzt ist sie wieder weg, die Musik. Oh, ist das gruselig manchmal, ey. Hey, da steht er, ey. Ich muss jetzt mal einen Schluck Alkohol trinken. Ja. Alkohol, mach die Birne hol. Birne hol mir Platz für den Alkohol. So, jetzt habe ich meine alpine Berghütte fertig gebaut. Nur ich komme nicht rein. Wenn wir hier hoch hüpfen hier. Hallo. So, so. So. Komme ich jetzt hier rein? Hallo? Jetzt bin ich drin.
Sehr schön. Aber ich. Ach doch, ich kann hier speichern. So, dann speichern wir doch direkt mal. Kann ich hier drin schlafen? Ich kann hier drin nicht schlafen. Jetzt, doch, kann ich. Oh, ich hätte gerade schon mit Angst gehabt, ey. So, schön speichern. Huh. Kann man denn trinken? Die Sonne geht unter bei mir. Alter Schwede, das ist nervenaufreibend. Oh oh. Irgendwer wackelt hier. Ich finde es gerade irgendwie lustig, dass ich an der Baumspitze bin. Bist du in der Baumspitze? Ja, weil der Baum im Meer steht. Und zwar nicht nur einer, da stehen mindestens 20. 80 Bäume im Meer. Ja, das kann man machen, ey. So, könnt ihr mittlerweile ein Lagerfeuer hier in meiner Berghütte, in meiner Hütte machen? Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube, das Feuer muss man immer unten machen. Ja, man muss es immer noch unten aufbauen. Ja, ich dachte hier, dass diese Area noch nicht zugänglich ist. Genau. Aber ich kann trotzdem weiter schwimmen. Ja, aber irgendwann kannst du nicht mehr weiter schwimmen. Jetzt bin ich gerade unter Wasser gegangen, okay. Oh oh, die Tiere laufen auch schon weg. Irgendwas hat hier gerade gerüttelt und geschüttelt. Hi, ich bin auf der anderen Insel angekommen, aber es geht nicht weiter. Was? Die andere Insel muss ich auch nochmal erkunden. So. Noch mehr Alkohol gefunden hier. So, jetzt habe ich noch einen Hasen erlegt hier. Alte Spiel mit Roger Rabbit. Kann hier drüben einen Baum fällen. Klasse. Ja. Es ist so gruselig, weil die ganze Zeit dieses Flugzeuggeräusche macht. Und du echt nicht weißt, irgendwie, ob das jetzt die Eingeborenen sind. So, erstmal werde ich jetzt ein bisschen über ein Lagerfeuer hier schön mal ein Kaninchen hier grillen. Oh, jetzt habe ich mich selber verbrannt. So ein Mist. Bist du eigentlich schon mal mit einem Baumstamm geschwommen? Nee. Okay. Du schwimmst und hast einen Baumstamm auf dem Schulter drauf. Das ist genial, ey. Das sieht bestimmt gut aus, ey. Und abenteuerlich. Oh, bei mir also ist auf einer Insel braucht man eigentlich gar nicht gehen. Also man sollte schon auf der also Hauptinsel bleiben, sag ich jetzt mal. Ja. So, bei mir ist es Nacht geworden. Und es raschelt alles. So. Geht auch gerade die Sonne unter. Noch kein Lager gebaut, noch gar nichts. Nee, ich hab Äste, mein. Überall Äste. Ich hab mein Lager schon gebaut jetzt hier. So. Hops, hops, hops. Weiter hoch, weiter hoch, weiter hoch. Alles klar. So. Tja, und ob Smirnoff und ich die Nacht überstehen, werden wir dann im zweiten Part sehen. Was tippst du, Smirnoff, wenn wir die erste Nacht überleben? Also ich definitiv nicht. Weil der direkt vor mir ist nämlich ein Kannibale vom Himmel runtergefallen. Oh, schön. Wunderbar. Ja, ich bin hier in meiner wunderbaren alpinen Berghütte. Das läuft. Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal, ob noch mehr Zombies bzw. Kannibalen bei Smirnoff vom Himmel fallen und ob ich überhaupt noch irgendwelche Kannibalen zu Gesicht bekomme, nachdem ich einen abgeschlachtet habe. Dies und mehr im nächsten Part von The Forest.